Hi ho und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimborg, Labyrinth of Lies. Ich höre hinten Bewegung, das interessiert mich gerade nicht, ich will hier raus. So, Ancient Tickside zurück. Damit wir wieder in die frostigen Länder kommen. Found in the Underworld. Six Machinas. Power Gem brauche ich. Und die Ancient Weapon. Und das legendäre Schwert. Ja. Bin mal gespannt, was wir hier in Frosty Lands noch alles finden. Hier habe ich bereits ein Gem reingesteckt gehabt. Gut. Mal kurz gucken, ich hätte den letzten Cross Key, um auch noch da aufzumachen. Ich probiere jetzt erstmal aus, was passiert, wenn ich hier Fire Gems reinlege. Ich höre jedenfalls sehr viel Zeug rumlatschen. Bei Fire Gems passiert nichts. Hier war ich übrigens auch schon drin. Ja, das Böse ist, ich komme halt nie da oben nicht mehr rein. Jedenfalls im Augenblick nicht. Das ist so das, was mich gerade ein bisschen ankekst. Ja gut. Die funktionieren auch noch nicht. Anders als sie vorher funktioniert haben. Okay. Was passiert, wenn ich hier Eis reinpacke? Wobei ich eher die Vermutung habe, dass ich die Dark Crystal Gems da reinstopfen muss. Von denen ich bis jetzt auch nur einen habe. Nö. Also ja, hier sieht es mehr oder weniger abgeschlossen aus. Hier war ich noch nicht fertig. Hier war ich absolut noch nicht fertig. Aber wie gesagt, da komme ich ja nicht mehr rein. Da will er mich nicht mehr reinlassen, der Weidehund. Oh, jetzt habe ich gerade die Mountain Dragons aufgemacht. Auch gut. Nee, hier drüben wollte er mich halt nicht mehr reinlassen. Hier halt auch absolut keinen Knopf, den ich drücken könnte, um das hier aufzukriegen. Gut, gucken wir wieder bei den... Was seid ihr hier nochmal? Cloud Dragons rein. Au. Das tat ein bisschen weh. Ja, ich höre hier auf der anderen Seite halt Zeug rumfuseln. Ein Stein. Hier werden noch mehr Steine.
Reforging Flame könnte ich sogar Feuersteine draußen machen. Ups. Au. Ich frage mich gerade, ob ich da reinschiffen kann. Nein. Und ja, wie gesagt. Hier irgendwo was zu entdecken. Außer Frostcaps. Ist dann... Ist da irgendwas versteckt? Weil das portet mich eigentlich nur raus wieder. Ja, das fällt gleich wieder zu, genau. Und fällt wieder zu. Mhm. Ja, das bringt mich hier hin. Au, das war jetzt etwas knapp. Und hier sind halt wieder Drachen. Gut, okay. Ich sehe es ein, dass da nichts ist. Beziehungsweise, dass ich selber da nichts finde. Oh Gott. Wobei, ihr nehmt gut Schaden. Wieder ein Stein und eine Scroll. The Dragons of Fjord. Die Drachen der Fjorde waren sehr verlässlich, wenn sie in Harmonie zusammenarbeiteten. Es sah so aus, dass die größten Werke, die sie erschaffen haben, gemacht wurden, wenn die gigantischen Echsen in totaler Synchronisation zueinander standen und in solche weisen, majestätischen Kreaturen. Sie würden auch ihre Devastating Breath Attacks, ihre vernichtenden Atemattacken von Eis zu Feuer wechseln, um Erfolg in verschiedenen Situationen zu erreichen. Hm. Au.
Okay, die können freezen. Das hätte mich auch nicht auch überrascht, wenn sie das nicht können. So. Tja, das macht Aua, wenn ich drauf trete. Irgendwas ist gerade aufgegangen. Ich lerne es nie. Hi, Kumpel. Genau, stirb einfach mal. Ihr solltet dich auch wenigstens einmal mit meinem schwachen Zauber anballern von ihm, dass er auch XP kriegt. Da. Das war nichts. So. Weg mit dir. Dossing. Jetzt ist noch irgendwo irgendwas aufgegangen, hier hinten. Ah, das hier. Diamond Gem. Okay. Und ein Frost Cap mal wieder. Hm. Achso, das habe ich gerade geklärt. Au. So, du bist auch tot. Hier ist kein Knopf. Tome of Resolve and Focus. Gain the strong mind trait or energy if champion already has the trait. Bei dir sehe ich es nicht. Bei dir auch nicht. Du hast ihn, du hast ihn. So, kriegst du ihn einfach mal. Strong Mind. Regeneriert sich deine Energie auch schneller. Ah, ich habe wahrscheinlich hier aufgemacht. Au. Und wieder au und nochmal au.
So, hier war doch noch irgendwo eine Druckpl... Sag bloß, das schaltet einfach nur die Dinge ab. Nö.